Ich begrüße Sie recht herzlich hier am Beginn unseres neuen Schulfilms. Ich freue mich, Ihnen einen Einblick geben zu können in die Ausbildungszweige, in den Unterricht und in das Schulleben hier an der Handelsakademie und Handelsschule Mistelbach. In der klassischen HAK werden die Fremdsprachen Englisch und Französisch unterrichtet. Neben Management, Controlling und Accounting kann man auch an den Freigegenständen SAP und BMD teilnehmen. Zu den Nebenfächern zählt unter anderem Naturwissenschaften. Des Weiteren werden Office Management und Informatik unterrichtet. Die Ausbildung dauert 5 Jahre und schließt mit der Reife- und Diplomprüfung ab. Und wir haben über Lerntechnik gesprochen. Und über Arbeitseinteilung und zur Arbeitseinteilung zur Lerntechnik gehört auf jeden Fall dazu die Zeitplanung. Wer es nicht gemacht hat, bitte unbedingt auch die Uhrzeit dazu schreiben und wann bis wann ihr die entsprechenden Aufgaben erledigt. Wir haben gesagt, PowerPoint, wichtig, wenn wir beginnen mit einer Präsentation, dass wir uns eine Masterfolie zusammenstellen. Hat den Sinn, dass wir nicht jede Folie einzeln formatieren müssen, sondern ein Layout bestimmen, ein Design bestimmen. Und das dann automatisch für jede Folie verwendet wird. Haben wir jetzt alle geschafft, dass der Kürbis verschwindet? Ja. Sehr gut. Dann können wir die Masteransicht zumachen und schauen mal, ob unser Ergebnis jetzt so ist, wie es sein soll. Ja, heutiges Stundenthema wird sein, die Prozentrechnung. Wir können hergehen und sagen, beispielsweise ein Eishockey-Torhüter bekommt in einem Spiel 50 Schüsse auf sein Tor. Was wir wissen wollen, ist, wie viel Prozent sind 45 Schüsse? Ich bin der Markus Breuer, komme aus Neuseln an der Zeyr, habe in Mistelbach die Handelsakademie besucht, habe dort den klassischen Zweig absolviert, habe im Jahr 2017 die Reife- und Diplomprüfung abgelegt, habe dann eine Ferialpraktikum gemacht bei der AUVA, dann noch war beim Bundesheer. Und seit April 2018 bin ich in Mistelbach bei der Generali. Ich bin da zuständig für die Kundenbetreuung, also im Außendienst unterwegs, verkaufe da Versicherungen und andere Produkte im Finanzbereich. Und das mache ich jetzt seit 2,5 Jahren. Im Fach Internet und Multimedia lernen wir auf interessante Art und Weise mit Programmen wie Photoshop umzugehen. Da wir auch die Chance bekommen, selbst zu fotografieren, können wir unsere selbstgemachten Bilder jederzeit mit Photoshop bearbeiten. Mithilfe von PHP, HTML, CSS und JavaScript können wir unsere eigenen Webseiten erstellen und beliebig designen. Im Unterricht dürfen wir auch mit Grafiktablets von der Firma Vacuum zeichnen und uns mit den verschiedenen Tools auseinandersetzen. Mit zum Beispiel Processing oder C# können wir verschiedene Programme selbst programmieren, egal ob ein Vokabeltrainer oder ein Zufallsgenerator. Zur Webcam-Einschulung. Hier wird euch gezeigt, wie ihr die Webcam ganz einfach für Videokonferenzen oder sonstiges einstellen könnt. Die Webcam ist frei beweglich. Um die Kamera einzustellen, öffnen wir zuerst Teams.
gehen daraufhin oben hier auf dieses Icon, auf Einstellungen und daraufhin auf Geräte. Ich hoffe, das Video war verständlich genug und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hallo, ich bin Alexander Kromann und ich komme aus Mistelbach. Im Jahr 2011 habe ich im Zweig Digital Business in der Handelsakademie in Mistelbach maturiert. Im Zuge meiner Ausbildung habe ich dort mit Visual Basic und mit Java angefangen zu programmieren und es hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Ich bin danach weiter nach Oberösterreich, nach Hagenberg in die FH gegangen und habe dort den Zweig Mobile Computing belegt. Danach bin ich zurück nach Wien gegangen und habe angefangen bei einer Firma zu arbeiten, die mobile Apps entwickelt. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die HAK den Grundstein gelegt hat für meine Karriere. In der AGORG macht man die Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter und diese dauert 4 Jahre. Einmal die Woche ist man 4 Stunden in der HAK und danach noch 6 Stunden in der LFS. Die 4 Module sind Pflanzenbau, Nutztierhaltung, Weinbau und Kellerwirtschaft, Landtechnik und Baukunde. Nach der Schule hat man den Berufstitel Agrarkauffrau oder Agrarkaufmann. Mein Name ist Johannes Unger, ich bin Absolvent der Handelsakademie Mistelbach, Ausbildungszweig AgroHack. Ich habe 2012 maturiert, Abschluss Reife- und Diplomprüfung in der Handelsakademie und landwirtschaftlicher Facharbeiter in der Fachschule. Der Berufstitel lautet Agrarkaufmann. Gleich nach der Matura im Jahr 2012 bin ich dann in das Lagerhaus gekommen, die Genossenschaft Weinviertel Mitte. Seit August 2020 bin ich Verkaufsberater Agrar, zuständig für Vertragswesen, Reklamationsabwicklung, Bestellwesen, Beratungen im Bereich Agrar, Landwirtschaft für die Landwirte. Mit einer mittleren kaufmännischen Ausbildung hat man in der Handelsschule sehr gute Berufschancen, wenn man nicht die Matura machen möchte. Auch wir Haarschüler nehmen erstmals am SAP-Unterricht teil. Dieses Jahr ist es ein Freigegenstand und es ist mindestens genauso wichtig wie das BMD-Programm. Okay, heute machen wir eine Kassabuchung im Wert von 480 Euro. Okay, und keine Buchung erfolgt ohne eine Kassanummer. Deshalb schreiben wir auch eine Kassanummer hin. Und jetzt buchen wir. Hallo Donna, ich habe was verkauft und zwar habe ich 4 Ratatouille-Trister verkauft. Okay, ja, ich habe es gerade gesehen. Ich druck's dir aus, den Lieferschein und die Rechnung. Dankeschön. Weiß die Kundin, dass sie auch auf Saisonartikel 10% Rabatt hat? Okay. Den Arsch auf die Rechnung schon verbucht wurde. Ja, welche Rechnungsnummer wäre das? Kundennummer 20999. Also mein Name ist Anna Chabi, ich wohne in Mistelbach. Ich habe 2008 im Mai die Handelsschule erfolgreich abgeschlossen. Ich habe dann auf Anhieb einen gefunden und zwar in der Rechtsanwaltskanzlei in Wien. Und nach langem Hin und Her war ich dann beim Geier und Geier in Mistelbach, eine Steuerberatungskanzlei. Da habe ich Steuererklärungen gemacht. Jetzt bin ich als Bauhofleiter Stellvertreterin in Mistelbach tätig. Zu meinen Aufgaben gehören halt Mitarbeiterführung. Wir sind 45 Personen am Bauhof, 5 Frauen und 40 Männer. Also wir sind ein gutes Team. Ich freue mich auf ein Wiedersehen an der Handelsschule und Handelsakademie in Mistelbach.